nachdem ich ein ganzes Magazin drauf geschossen habe. Before it can return to its masters. Masters? It was sent here by the ancients, the rulers of the Shadow Realm. Oh, lovely. Anything else I should know about? Oh, probably, but I don't want to upset you. Too late. Ah, so wie es aussieht, muss man dann hier entlang. Gerade nach. Nachladen ist voll, ja. Wenn ich jetzt hier die 1 drücke, ist das die 2? Ist das? 3 ist dann das. Okay. Da fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt die Waffe habe, da war glaube ich. Ah, okay. Also mit X kann man so näher ranzoomen sozusagen. Das habe ich nämlich gelesen. Ne, wollte ich jetzt gar nicht dazu. Obwohl, ich könnte jetzt mal gerade gucken, wie das aussieht. Kann ich gucken. Das ist die Waffe, das Katana. Das Katana haben wir immer noch keine Möglichkeiten. Oh, Akimbo kennt man. Oder? Two Guns at once, ja, okay. Mhm. 25% mehr Damage, das hört sich gut an. Okay. Ich habe eben für die Waffe nichts ausgegeben, dann gebe ich hierfür gerade mehr aus. Das ist mir jetzt egal. Akimbo wäre vielleicht auch ein besseres Upgrade gewesen. Ist mir aber jetzt egal. Ich mache das jetzt einfach so. Weil jetzt haben wir hier einen geilen roten Punkt. Der irgendwie, ich weiß nicht, das war vielleicht minimal unnötig. Immer noch, was das ist. Ah, nee, ich wollte nicht U drücken. Weg. X. So. X wollte ich drücken. Ah, okay. Da bringt das natürlich viel mehr. Ah, Munition kann man ja da auch kaufen. Muss ich mir definitiv merken. Irgendwann wird wohl. Der Augenblick kommt, wo wir aber keine Munition zur Verfügung haben. Die zweite Maus bekommt den Käse. Wieso die zweite? Oh, die erste stirbt wahrscheinlich durch die Falle dann. Es ist fantastisch, wie alles so versteckt ist in diesem Spiel einfach. Man muss einfach tierisch aufpassen, dann dass man wirklich nichts übersieht oder so. Und ich könnte wetten, wenn diese Runde jetzt hier zu Ende ist, also wenn wir dieses Kapitel abgeschlossen haben, werden wir schon so die ein oder anderen Sachen wieder übersehen haben. Gehe ich fest von aus. Ah, der winkt uns noch ein bisschen. Ah, schönes Gesicht. Oh, so ein Schönheitschirurg wäre vielleicht nur zu schlecht für den. Wie man das entweder zerschlagen kann. Das aber schon. Das Hilfekoffer nehmen. Ah, und ich kann mich jetzt mehr selbst heilen eigentlich, nach diesem letzten Skillpunkt, den ich da irgendwo ausgegeben hatte. War alles draus. Ja. Ah, da bekommt man wieder richtig Geld, muss ich sagen. Aber ja, trotzdem.
trotzdem habe ich das Gefühl, dass man nicht so viel Geld bekommt irgendwie. Ich weiß nicht, diese Tür klingt, die macht das Ganze irgendwie spannender. Die könnten ja auch mal daneben schießen oder so, aber das macht sie. Oh mein Gott, ich sollte wirklich aufhören zu schießen. Ich bin zu schlecht zum Schießen. Aber ich stelle mir gerade eine Option, stelle ich mir hier gerade, war das hier irgendwo vielleicht so? Ich das mal. So. Demolition Man. Ah, ha. Kann also auch hier so Autos im Glück werden. Dafür braucht man aber einige Gesamtmunition. Obwohl, so gut wie ich schieße, ist das bei mir relativ egal, ob ich auf die Autos ein halbes Magazin schieße oder auf ein Monster ein halbes Magazin. Ich höre doch noch eins. Oder? Oder? Hm. Und da hört man schon die nächsten. Schlimm, schlimm, schlimm. Are you going to do something or just stand there and breathe? They sure do smell like burnt taint when I do that. Einfach aus diesen Löchern gekrochen kommen. Was ist das? Ist das Feuerwerk? Fantastisch. Monster Liga, da gemetzelt ein schönes Abschlussfeuerwerk. So. Jetzt erstmal hier alle Sekunden. Da geht scheinbar auch weiter mal. Aber da unten habe ich auch blinkende Kisten gesehen. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier ja nichts übersehen. Ich will alles haben, alles. Ach, das ist ein Zug. Ah, ein Zug. Ist das ein Assi? Ah, jetzt kann man auch die Kisten aufmachen. Ich glaube, vorher konnte man die vorher auch schon aufmachen. Ich weiß es gar nicht. Und ein Geheimnis und Glückskeks. Okay, ich bin nicht paranoid. Das ist die Hauptsache. Oh, aber jeder versucht mich zu töten. Naja. Fragt sich, was jetzt im Endeffekt besser wäre. Anna. Irgendwie wäre es schöner, wenn ich jeder einfach in Ruhe lassen könnte. Ich meine, mit den Monstern kann man doch bestimmt in Frieden leben.
sind auch bestimmt ganz, die sind auch bestimmt ganz lieb. Ich lerne das glaube ich nie mit den Automaten. Ah, ich habe gerade einen Karma-Punkt bekommen. Das heißt, ich müsste etwas upgraden können. Gucke ich da noch gleich danach mal wieder.